Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Wienbacher, Pörtner aus Karlsruhe. Heute zum Thema, was habe ich was vergessen? Mr. T, mit dem Finger. Heute zum Thema, der liebe Hardgainer, der Muskelmasse aufbauen möchte. Der liebe Hardgainer, bist du gerade einer? Habe ich dich genau erwischt? Und du denkst, wie schaffe ich es endlich mal Muskelmasse aufzubauen? Beziehungsweise, wie schaffe ich es überhaupt Muskelmasse aufzubauen? Ein Hardgainer, sogenannte Hardgainer Fachjargon, hat einfach eine hohe Stoffwechselumsatzrate. Dieser Mensch verbraucht einfach jeden Tag viel mehr Energie wie ein anderer Mensch. Das gleiche, wenn ich ein Auto mit einem V8 Big Block, der säuft halt mal 15 bis 25 Liter, je nachdem wie ich den fahre. Je nachdem wie ich den fahre, merkt euch das. Das passt nämlich genau zu der manchen Psyche von manchen Menschen. Und dann gibt es den sparsamen TDI, der auch Leistung bringt, aber halt sehr sparsam ist. So, und solche Sachen gibt es auch bei Menschen. Das ist bei der Waschmaschine grüner roter Punkt. Bist du jetzt tatsächlich so ein V8 im roten Punkt und verbrauchst verdammt viel Energie, dann ist ganz wichtig, dass du dir Folgendes in die Ohren schreibst. Und zwar allererstes. Nicht zu viel Training, nicht 5-6 Mal in der Woche 2 Stunden Training, das ist schon mal das Erste. Die Nummer 2, außerhalb des Krafttrainings, Piano, ein bisschen locker machen. Nicht noch zusätzlich Inline-Skates fahren, Fahrrad fahren, Fallschirm springen, was weiß ich was alles, U-Bahn surfen, solche Sachen weglassen, sondern einfach vielleicht ein Büchlein lesen, Füße hochstrecken, sich entspannen, nicht zu viel Energie verwerten. Energie sparen. Wenn du vielleicht auch da noch einen körperlichen anstrengenden Beruf hast, dann musst du sparen. Das sind schon mal die ersten wichtigen Tipps, die solltest du dir hinter die Ohren schreiben. Und dazu kommt noch, dass du einfach, was dein Essen anbetrifft, etwas größere Mengen brauchst. Und die sind oftmals in 3 Mahlzeiten nicht möglich. Die schaffe ich in 3 Mahlzeiten, die Krisenenergie, die kriege ich nicht rein. Also verteilst doch einfach besser in deinem Fall auf 5 Mahlzeiten. Klar ist es anstrengend, klar ist es mit Vorbereitung verbunden, aber du willst doch was erreichen, da musst du auch was dafür tun. So einfach ist das. Dann noch, guter Tipp, vor dem Training darfst du gerne ein bisschen Energie zuführen, musst nur aufpassen, dass der Blutzuckerspiegel im Training nach unten saust. Da tut es ganz gut. Obst ist da immer ganz gut, ist mein Favorite. Nach dem Training natürlich auch wieder Glykogenspeicher gleich wieder sättigen, indem man natürlich schnell verfügbare Kohlenhydrate zuführen darf. Da darf man es auch in deinem Fall. Warum? Weil du hast eine hohe Umsatzrate und somit ist für dich das Ganze sehr förderlich. Ich denke, das waren schon mal die wichtigsten Tipps für dich. Als Hardgainer, du kannst Muskelmasse zunehmen, du kannst auch Gewicht zunehmen, das ist nicht ein Problem. Du brauchst einfach in der Regel auch wesentlich länger, bis du dieses Gewicht hast, was du gern hättest. Das war's schon. Andreas Triebenbacher zum Thema, ja, der Hardgainer hat die Chance, wenn er es richtig macht.